In the red corner, in der roten Ecke, 80,6 Kilogramm pure Muskelmasse bringt ihr auf die Waage. Vom ESV Rot-Weiß Stuttgart in Rot, hier ist Dio. So, dann kommen wir zum letzten Kampf des Olympischen Boxens am heutigen Abend, sofern meine Informationen stimmen. Und zwar haben wir hier rote Ecke Dion Shahbani, in der blauen Ecke Jihan Kılıç. Dion Shahbani auch Boxer in der deutschen Nationalmannschaft. Dreimal deutscher Meister. Schnappt sich hier auch direkt die Ringmitte. Knapp über 80 Kilo in der Paarung, was auch wieder dafür spricht, dass die Treffer, dass auf jeden Fall ordentlich Energie dahinter ist. Tastet sich aber beide noch ein bisschen heran. Dion Shahbani auf jeden Fall, der sich hier den Ring für sich behauptet, aus der Mitte herauskämpft. Wir hatten das heute schon mal ein bisschen vorher am Abend. Das bedeutet, dass er Jihan Kılıç außenrum schickt. Bedeutet, dass Jihan Kılıç einfach mehr Meter zu laufen hat. Könnt ihr euch wie einen Zirkel vorstellen. Shahbani wäre der Punkt. Und Kılıç die Außenlinie. Beide blitzschnell, ne, für das Gewicht. Bei 82 Kilo, wie gesagt, das spürt man schon. Und wenn dann da, das ist für das Gewicht aber auch ein bisschen typisch, dass sie halt unfassbar schnell agieren können, zum Teil. Das grenzt natürlich auch wieder die Spreu vom Weizen. Aber die Dinge wehtun, hier hat er jetzt die gute Linke durchgebracht, Dion Shahbani, an den Kopf von Jihan Kılıç. Guter Körpertreffer von Shahbani, der jetzt hier mehr und mehr seine Lücken findet. Letzte 10 Sekunden. Da sind wir mal gespannt auf Runde 2 auf jeden Fall. So, dann kommen wir auch schon zur Runde Nummer 2. Runde Nummer 2. Der Paarung Dion Shahbani, Jihan Kılıç.
Shabani aus der roten Ecke, Kulic aus der blauen Ecke. Shabani, der jetzt hier mal ein bisschen auch die Ringmitte aufgibt. Die an Kulic überlässt. Auch beide gute Körperhaken, gerade Körpertreffer. Stehen sie gut zusammen jetzt und knallen sich die Dinger um die Ohren. Aber Dion Shabani meidet hier wie ein Weltmeister. Jetzt hat gerade aber doch einen linken Stupser eingefangen von Dion Kulic. Hier sind beide brandgefährlich, ne? Beide ausgeglichen jetzt auf jeden Fall im Abschlag. Oh, da ist irgendein Mundschutz, glaube ich, rausgeflogen. Dann ist der rausgeflogen. Aber Jihan Kulic. Der Mundschutz rausgeflogen. Die Saudi-Ermahnung, den im Mund zu behalten. Kulic, der hier mehr zum Körper geht als Dion Shabani auf jeden Fall. Shabani auch doch eher mit Kurs auf Kopf, zur Kopfregion. Aber Kulic kommt da nicht weit, weil einfach Dion super beweglich ist mit nach hinten gehen und so weiter. Und auf den Körper trifft er ihn einfach besser. Oder ja, besseren Zugang zu. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Für Runde 2. Und dann wieder super. Also Shabani macht es für mich aus mit seinem Meiden, mit seinem Ducken, mit seinem Wegdrehen, mit seinem Vorbeilaufen. Das macht er sehr gut. Macht auch Spaß zuzuschauen. Ich habe hier im Publikum auch schon die sechsfache Boxweltmeisterin Özlem Şahin entdeckt. Publikum mittlerweile nicht mehr aktiv im Boxsport. Den letzten Kampf, meine ich, 2019 bestritten. Siegreich. Heute hier auch im Publikum. Jetzt auch in der dritten Runde beginnt die dritte Runde. Und beide nochmal wissen, ich glaube, Kulic ist mehr oder weniger klar, dass er jetzt hier nochmal sehr aktiv sein muss. Dass das interessant wird. Ja, das dachte ich mir gerade eben auch, dass Shabani, wenn auch ungewollt, da ein bisschen an den Hinterkopf gekommen ist von Kulic. Darf man natürlich nicht. Unglaublich gefährlich, so Hinterkopftreffer.
gute Rechte, die da doch jetzt gerade auch nochmal eine gute Rechte, die da doch gut funktioniert hat. Von Kilic auf jeden Fall gerade eben. Jetzt aber Shabani, der natürlich auch zeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Beide lassen die Deckung unten. Provozieren sich ein bisschen gegenseitig. Gians Ecke, die ein bisschen fordert, Overhands zu schmeißen. Jetzt haben wir noch eine Minute. Knapp drüber. Schauen wir uns mal an, ob wir die noch voll laufen lassen oder ob es jetzt... ob sie es jetzt voll knallen lassen. Guter Aufwärtshaken eben von Shabani gewesen. Jetzt noch 30 Sekunden. Boah, eine gute Rechte, die meine ich durchgekommen ist. So sah es aus meiner Perspektive aus. Aber Shabani unbeeindruckt lässt. Wieder Kilic, der seinen Mundschutz da verloren hat. Es kann vor allem passieren, dass mit dem Mundschutz eben, weißt du, wenn die Jungs am Pumpen sind, ist ja gut und gerne passiert. Diesen Sport ist ja unglaublich anstrengend, wenn man durch den offenen Mund atmen muss, weil man durch die Nase seine Luftzufuhr nicht so steuern kann, wie man sie braucht. Und dann fliegt gerne auch mal ein Mundschutz. Ist jetzt nicht ganz ungewöhnliches, aber zweimal in einem Kampf, das ist dann doch ein bisschen auffällig. Jetzt bin ich gespannt auf die Urteilsverkündung. Ich glaube, wir sehen es in der roten Ecke. Der Sieger dieses Kampfes durch Split Decision. Split Decision, interessant. In Blau, blaue Ecke, Gian Kilic. Herzlichen Glückwunsch. Wenn meine Karte hier stimmt, haben wir jetzt nochmal eine Pause.